Es bringt nichts, sich damit zu beschäftigen. Okay. Mal ein anderer Spruch. Okay, da gibt's nichts weiter. Ich muss mir unbedingt eine der Zylinder noch mal ansehen. Okay. Hans, wo hattest du dich denn bloß versteckt? Wir müssen nach Hause. Es ist schon spät. Anna, da hinten. Was denn da hinten? Hans, komm, wir müssen gehen. Das ist ein Geheimnis. Du musst mir schwören. Na gut, ich schwöre ja schon. Ich, Anna Vorarlberg, schwöre meinem Bruder Hans, niemandem zu erzählen. Man muss es nicht unbedingt in die Jackentasche stecken für die 2 Meter. Gucken wir das andere auch nochmal an. Schauen, was das war. Das war, glaube ich, nur Musik, oder? Nur Musik, aber relativ leise auch hier abgespielt. Na gut. Und das Mammut natürlich. Das brauche ich im Moment nicht. Na gut. Dann gucken wir mal, was draußen geht. Ah. Wo sind wir, Oscar? In der Universitätsstadt Barockstadt, Kate Walker. Müssen wir hier unbedingt anhalten? Ja, dies ist eine notwendige Bedingung für das Fortsetzen der Reise. Ja und? Worauf warten Sie? Finden Sie einen Weg, sie wieder aufzuziehen? Ich vermute, dass es irgendwo in diesem seltsamen Bahnhof einen Mechanismus dafür gibt. Ich habe nichts derartiges gesehen, Kate Walker. Wir müssen uns erkundigen. Die hohe Luftfeuchtigkeit schadet meinen empfindlichen Zahnrädern. Ich werde also im Inneren der Lokomotive auf Sie warten. Sie Angsthase. Das ist ja klar, ne? Es wäre zu einfach, wenn ihr alles macht. Wenn ich bedenke, dass ich befürchtet habe, als Anwältin meine Zeit hinterm Schreibtisch zu verbringen? Stimmt etwas nicht, Kate Walker? Ist die Verpflegung nicht nach Ihrem Geschmack? Wünschen Sie ein anderes Kopfkissen? Machen Sie sich keine Sorgen, lieber Oscar. Es ist alles perfekt. Sie sind perfekt. Wollen Sie mir wirklich nicht helfen, ein Mittel zu finden, um diesen Zug aufzuziehen? Wenn ich diese Lokomotive verlasse, setze ich mich dem Rost aus, Kate Walker. Und was nützt Ihnen ein verrosteter Lokführer? Mhm, da haben Sie wahrscheinlich recht. Diese Lokomotive mag zwar ein kleines technologisches Wunder sein, aber Sie müssen zugeben, dass die begrenzte Autonomie Ihres Motors Probleme bereitet. Ich kann Ihnen bei derartigen Überlegungen nicht folgen, Kate Walker. Oscar, ich glaube, dass Hans Vorarlberg sich nach seiner Flucht aus Valladolid in dieser Stadt aufgehalten hat. Vielleicht ist unser Zug nicht zufällig hier stehen geblieben. In der Tat, für den Zufall bietet eine solche Schienenreise keinen Platz. Sie sind also mit mir einer Meinung? Wir haben keinen schlüssigen Beweis für das, was Sie da vermuten. Der Zug hielt an, da sein Federmechanismus entspannt war. Das ist der Grund, Kate Walker. Ich hätte mir ein bisschen mehr Fantasie Ihrerseits erhofft, Oscar. Nein, Kate Walker, ich bin nur ein einfacher Automat. Kate Walker? Ja, schon klar.
Oskar, wir haben ein ernstes Problem. Wie sollen wir unsere Reise fortsetzen, wenn der Zug streikt? Sehen Sie eine Lösung? Für jeden Fehlermechanismus gibt es eine Aufziehvorrichtung, Kate Walker. Suchen Sie weiter. Gut. Wollen wir hoffen, dass Sie recht haben. Ich sehe, ob ich etwas finden kann. Ich muss schnell los, Oskar. Bis nachher. Ja, Kate Walker. Ja, also gut. Dann müssen wir halt raus. Müssen wir raus und gucken, was da so geht. Ich kann links raus, ich kann rechts raus. Keine Ahnung, gehen wir rechts raus. Toll. Tropisch. Aber vom Baustil genau wie... genau auch wie in Valadilen. Ne? Okay, also wenn ich da hoch will, muss ich die Vögel verscheuchen. Verstehe. Da geht ein Weg rein. Jetzt hören wir hin. Ich bin erstmal hier entlang. So ein Tropenhaus, wie so eine Orangerie oder sowas. Abgefahren. Barockstadt. Das muss ja irgendwie auf halbem Weg nach Sibirien irgendwie sein, ne? Eigentlich. Jetzt gehen wir nach rechts noch, guck mal. Ah, es geht generell nach da hinten, ne? Aha. Da geht's dann irgendwie raus. Hier kann ich wohl nicht lang. Zumindest im Moment nicht. Na gut, wieder zurück. Mal über die Brücke. Okay, da geht's noch weiter, da geht's runter, da geht's da rüber. Gehen wir erstmal rüber. Wir machen erstmal die direkte Gegend um den Zug. Okay, da kann ich wieder einsteigen. Noch so ein Vogel. Oh, ne? Wasser. Oh, guck mal da. Mammuts. Mammuts. Ein völlig zerfallenes Gelände, Gebäude. Dieses Gefährt sieht wie der Zugaufzieher aus, den ich im Bahnhof von Valadilen benutzt habe.
Ich muss irgendwas finden, um die Lok hierher zu bekommen. Ah, da, das da. Da ist die Winter, mit dem kann man dann, aha. Das ist auch so ein Häuschen. Da brauchen wir einen Schlüssel, sieht man schon so einen Kreuzschlüssel da vorne. Da geht es irgendwie nicht weiter, Moment. Okay, aber ich meine, das ist klar. Da ist dieses Aufziehteil. Da muss ich nachher hin und muss die Lok aufziehen. Dazu muss ich die Lok aber erstmal nach hier vorne bringen. Da sind die Mammuts. Aber jetzt will ich noch mal kurz gucken. Ich auf der anderen Seite, da drüben. Ich glaube aber nicht, was da keine Treppen hat, da rüberlaufen kann. Ne? Kate Walker? Kate Walker! Kommen Sie bitte! Ich muss Sie über etwas informieren. Aha. Das war jetzt eher unerwartet. Ich höre. Worum geht es, Oscar? Eine Nachricht ist für Sie eingetroffen. Eine Nachricht? Es handelt sich um eine Vorladung der Rektoren. Diese sind die höchste Instanz der Universität. Sie wünschen, Sie zu sprechen. Mich? Ja. Den Verantwortlichen für diesen Zug. Auf einmal bin ich dafür verantwortlich. Und warum wollen diese Herren mich sprechen? Das geht aus der Nachricht nicht hervor. Nur, dass es sehr wichtig ist. Ist ja gut, ich wollte ja sowieso darüber, ne? Das ist wahrscheinlich die Universität, das ist da, wo die... Vermute ich mal, wo die Mammuts stehen. Aber da ging es nicht weiter, ne? Naja, da ging es nicht weiter. Also gut, dann gehen wir jetzt mal. So. Erstmal gehe ich noch hier lang, bevor ich davor zur Universität gehe. Irgendwo entlang. Oh. Was ist das? Fragezeichen. Kein Fragezeichen, das ist ein Haken. Jetzt habe ich... okay. Guten Tag. Sie sind mit dem Zug angekommen, nicht wahr? Ja, ich komme aus Valladolid. Oh, ich habe schon lange keinen Zug mehr gesehen. Bringen Sie Studenten? Nein, ich reise allein. Fast jedenfalls. Oh, ich erinnere mich noch. Zu Herbstbeginn kamen die Züge voller junger Leute aus der ganzen Welt, die... Zoologie, Botanik,
Paläontologie und all diese Sachen studieren wollten. Das hier war eine große Universität. Und heute nicht mehr? Ah, heute. Ja, und heute? Alle diese Vögel, noch dazu in einem Bahnhof. Erstaunlich. Dies ist nicht nur ein einfacher Bahnhof, mein Fräulein. Die Vögel bilden die berühmte ornithologische Sammlung der Universität Barockstadt. Ja, und in dieser Voliere fanden die erstaunlichsten Arten aus allen Teilen der Welt ein neues Zuhause. Und ich bin nicht nur Bahnhofsvorsteher, sondern kümmere mich gleichzeitig um meine gefiederten Gäste. Keine leichte Aufgabe, das können Sie mir glauben. Das glaube ich Ihnen gerne. Das Schwierigste ist, die Harmonie unter all diesen Arten aufrechtzuerhalten. Wissen Sie, einmal brachte ein Forscher von einer Reise nach Amazone ein Kuckucksbärchen mit. Und das war keine gute Idee? Oh, eine bedauerliche Idee. Wie alle Kuckucks legt auch dieser verfluchte Vogel seine Eier in die Nester anderer Arten. Und noch dazu wirft er alle anderen Eier aus dem Nest, damit nur sein Ei bebrütet wird. In der Tat ein recht egoistischer Vogel. Und Sie können nichts tun, um ihn daran zu hindern? Ja, die Fakultät erklärte, dass dieser Vogel aufgrund seiner Seltenheit geschützt werden müsste. Nur dank unseres mechanischen Adlers konnten wir das Desaster in Grenzen halten. Sie haben hier einen Automaten? Ja, ein kleines Wunder, das auf Schienen durch die Luft gleitet und von Zeit zu Zeit die Eier des Parasiten einsammelt. Aber leider funktioniert der Adler schon seit vielen Jahren nicht mehr und es ist mir unmöglich, die Eier selbst einzusammeln. Warum? Warum? Ich traue mich nicht mehr auf die Brücke. Vor ein paar Monaten bin ich von da oben runtergefallen und habe mir sehr weh getan. Seitdem wird mir schwindelig, wenn ich nur nach oben blicke. Oh, Sie Ärmste. Das muss sehr unangenehm sein. Ja, und die Kuckuckseier stapeln sich in den Nestern. Die Rektoren werden das irgendwann mitbekommen. Ja, dann gibt's Probleme. Ach ja, das alles ist nicht so einfach. Okay. Noch ein Grund, da auf jeden Fall da hochzukommen. Es tut mir wirklich leid, dass ich Ihren Bahnhof blockiere, aber der Federmechanismus, der die Lokomotive antreibt, muss neu aufgezogen werden. Eine aufziehbare Lokomotive? Wie ungewöhnlich. Und nicht gerade praktisch. Oh, ich habe immer davon geträumt, einmal Zug zu fahren. Aber jetzt bin ich wohl zu alt dafür. Und dann sind da die Vögel. Ich muss mich um sie kümmern. Sagt Ihnen zufällig der Name Hans Vorarlberg etwas? Uff, was glauben Sie denn bei all den Leuten, die durch diesen Bahnhof gekommen sind? Tja, das war rein zufälligerweise der, den gebaut hat, so wie es aussieht. Ne? Ich fühle mich hier ein wenig verloren. Ich bräuchte dringend Ihre Hilfe. Wenn Sie eine Auskunft wollen, stehe ich Ihnen gerne zur Verfügung. Sind Sie schon lange der Bahnhofsvorsteher von Barockstadt? Ich habe nie was anderes gemacht. Sind Sie für diesen Zug verantwortlich? Nein, das heißt, ich weiß nicht genau. Wollen Sie in unserer berühmten Universität Ihre Kenntnisse vertiefen? Ja und nein. Ich bin immer auf der Suche nach Informationen. Oh, viel scheinen Sie ja nicht zu wissen. Und Ihr Zug, der wird dort, wo er gerade steht, stören. So viel ist klar. Ich bin Anwältin und mit einer etwas ungewöhnlichen Untersuchung betraut. Eine Untersuchung? Wissen Sie, ich bin nur ein einfacher Bahnhofsvorsteher. Ich kann Ihnen nichts sagen. Man kann nie wissen. In dieser Angelegenheit kann jeder irgendwie wichtig sein. Also ich weiß von nichts. Ich habe mir nichts vorzuwerfen. Das wollte ich damit auch nicht sagen. Man sollte nicht sagen, dass man Anwältin ist. Wissen Sie, wo ich eine Anlage finden kann, um meine Lokomotive wieder aufzuziehen? Nicht in diesem Bahnhof. So viel ist sicher. Aber vielleicht Richtung Mauer. Wollen Sie länger hier bleiben, Fräulein? Nein, das heißt, ich weiß nicht. 1-2 Tage, länger nicht. Wissen Sie, ich muss die Lokomotive aufziehen, um meine Reise fortsetzen zu können. Naja, wenn Sie länger hier bleiben, bringen Sie mich in Schwierigkeiten. Ein Zug, der hält an, fährt weiter, das ist Vorschrift. Außerdem stört Ihre Maschine die Vögel. Vielleicht können Sie mich zur Mauer begleiten. Zu zweit finden wir sicher schneller etwas, womit ich meinen Zug aufziehen kann. Mein liebes Fräulein, die Vorschriften sind eindeutig. Ich darf diesen Bahnhof nicht verlassen. Und ich möchte keinen Ärger mit den Herren der Universität bekommen. Verstehen Sie das? Ich werde Sie nicht länger belästigen, Herr Bahnhofsvorsteher. Willkommen in Barockstadt, mein Fräulein.
Schon recht. Tja. Na gut, irgendwas muss ich mit dem Haken dann noch machen, wahrscheinlich. Dann wieder oben bei dem mechanischen Armer oder so. Jetzt gehen wir erstmal in die Universität und gucken mal, was die mir zu sagen haben. Na, da links gibt es irgendwas noch, da rechts. Mal raus. Gucken, wo wir nach links hinkommen. Ja. Gesellschaft der Ostschleusen. Ich bräuchte einen Schlüssel. Okay, mit dem Schlüssel kann ich da aufmachen, dann kann ich irgendeine Nummer tippen. Steht da. Wenn Probleme an folgende Nummer telefonieren. 2766-6742. Aha. Aber dazu brauche ich erstmal einen Schlüssel. Ich habe keinen Schlüssel, ne? Der geht ja wahrscheinlich nicht. Der Haken. Nee. Also. Klar, Schleuse aufmachen wird wahrscheinlich irgendwas bringen. Ich frage nur was. Ah, jetzt bin ich draußen. Da geht's aber auch nirgends wohin. Da geht's hin. Ah, da bin ich. Mhm. Da geht's dann zur Uni. Da geht's irgendwie nach da unten. Gucken wir mal, wo wir da hinkommen. Ah. Das ist der andere Eingang, hm? Genau. Okay. Da ist noch eine Treppe, da geht's noch irgendwo. Oh. Trepp ist immer gut. Ah, irgendwelche Schiffer. Die kommen jetzt bestimmt nicht weiter und die wollen, dass ich diese Schleuse irgendwie aufmache. Ja, mit Sicherheit. Und dann helfen sie, genau, und dann helfen sie mir. Das Schiff zieht dann meine Lok da vorne, garantiere ich dir. Ha! Schwätzen wir mal mit denen. Heo! Schiff! Heo! Grüß Gott, schönes Fräulein! Mein Mann sagen, guten Tag, junge Frau. Du wollen mit uns sprechen? Mein Name ist Kate Walker. Ich bin Anwältin und nun auf einmal für diesen Zug verantwortlich. Diese Situation ist völlig neu für mich. Anwalt, ein gutes Beruf, viel Geld verdienen. Naja, viel ist vielleicht übertrieben, aber ich will mich nicht beklagen. Es gibt Schlimmeres. Anwalt, immer viel Geld verlangen. Reden wir von was anderem. Ich habe keine Lust auf ein Streitgespräch. Nein. Ich habe ein kleines Problem mit meinem Zug. Er ist, kaputt. Aber ich muss ihn unbedingt aus dem Bahnhof bekommen. Könnten Sie ihn mit Ihrem Lastkahn in Richtung Mauer ziehen? Schleusen geschlossen, Schiff blockiert. Aber wenn die Schleusen offen wären, würden Sie dann meinen Zug ziehen? Pourquoi non, Mar? Monet, vor dat Werk? Ja, möglich. Ja, mein Mann sage, wir dir helfen, wenn du Geld geben. Ach, und wie viel wollen Sie? Bah, 50. Er wollen $150. Was? $150? Aber so viel habe ich nicht. Kein Geld, kein Schiff. Ich biete Ihnen $75. $125. Kommt nicht in Frage. $100 und kein Cent mehr. Korrekt. Du haben Schiff für $100.
Perfekt. Fahren Sie bloß nicht weiter. Ich komme so schnell es geht mit dem Geld zurück. Du geben Geld, dann du kriegen Schiff. Für 100 Dollar kann ich ganz Schiff kaufen, ne? Sie müssen ganz schön viel herumkommen. Kennen Sie New York? Wir nichts verstehen. Ich suche nach einem etwas merkwürdigen kleinen Mann, der in Sibirien leben soll. Stellen Sie sich vor, Sie waren doch bestimmt schon mal dort. Ich frage, komme aus Sibirien? Sibirien? Nein, zu kalt! Das Schiff nicht eisbrechen! Ich hoffe, mein Zug ist für Ihren Lastkahn nicht zu schwer. Das ist okay. Motorboot erste Klasse. Mein Mann sagen, korrekt, starker Motor. Nun ja, die Distanz, die uns vom Zugaufzieher trennt, ist ja auch nicht sehr groß. Zu dumm, was? Wegen der paar Meter. Zug auf Lastkahn tun? Nein, nein, das sei unmöglich. Haben Sie sich schon einmal im Bahnhof umgesehen? Er ist ganz wunderbar, wissen Sie, mit all den exotischen Vögeln. Mit du meine Girl, ja, ja, mit Plaisir. Wir nicht von Schiff gehen, mein Mann landkrank. Nicht seekrank, nein, landkrank, okay. Das ist aber nicht sehr korrekt, meine Situation auszunutzen. Im Namen der Solidarität sollten wir uns umsonst helfen. Service, Service, alors buik not full. Money, ja, buik full. Wie bitte? Mein Mann sagen, Geld brauchen für Leben. 100 Dollar, nicht teuer, wenig für große Dame wie Sie. Wie wollen Sie denn das wissen? Eine große Dame wie ich. Sind Sie aus Barockstadt? Niet. Dann sind Sie also auf der Durchreise, wie ich. Ich sitze hier wegen meinem Zug fest. Lütte Mademoiselle, reizen mit Ü, no? Was sagt er? Zug kaputt, Pech für dich. Ich muss jetzt gehen. Ich werde Sie nicht weiter belästigen. Dos vidanje. Dos vidanje. Also, was ich brauche ist, ich habe kein Geld, ne? Ich habe einen Haken. Was will ich mit dem Haken? Irgendwoher brauche ich 100 Dollar. Ach so. Möglicherweise gibt mir der Fuzzi, der Bahnhofsvorsteher, das Geld, wenn ich für ihn den mechanischen Adler wieder irgendwie in Gang bringe. Na, jetzt gehen wir erstmal in die Universität und gucken mal, was die hohen Herren zu sagen haben.